Was ich mich gerade frage, reichen die 60%? Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Was ich mich gerade frage, ist, reichen die 60% denn jetzt aus, um schon hier eine Besiedlung anzustreben? Ich glaube schon, oder? So, hier oben sind dann nur kleinere Sachen, genau, das war ja der ganze Kram gewesen. So, da würde ich sagen, reisen wir nochmal hier rüber. Während des Kampfes, ich bin noch nicht... Es besteht also doch noch Hoffnung für Kedera. Ich bin noch nicht im Kampf. Es besteht noch Hoffnung für Kedera, das würde ich auch sagen. Und ich bin sehr gespannt, was wir hier so rausholen können aus dem Plätzchen, aus diesem Ort. So, und ich glaube, jetzt sind wir auch nicht mehr im Kampf, ne? Jetzt sollten wir doch eigentlich mal hier die Schnellreise anstreben können. Ich will mal schauen, ob die 60% schon reichen, um unsere Siedlung hier aufzubauen. Dann wäre das nämlich der perfekte Abschluss für diese Aufnahmesession, würde ich meinen. So. Muss ich mir das erst markieren? Ah, besser ist das. Bevor ich dann wieder lang hin und her irre hier. Hallo, Cat. Oh. Interessant. Nomad Gone Wild. Hopsa. So, wie sieht's denn aus hier, Leute? Also ich kann zumindest schon mal durch die Brühe fahren, das ist schon mal sehr, sehr schön. Dann schauen wir uns das mal an. Muss ich hier noch irgendwas machen, oder? Ich glaube, die 60% reichen doch noch nicht ganz. Kann ich das denn irgendwie einsehen? Irgendwo müsste das doch mitstehen, oder? Ich weiß bloß nicht wo. Das ist die Sache. Okay, ich glaube, es reicht nicht ganz. Also da müssen wir doch noch ein bisschen was machen. Und an der Stelle sollten wir vielleicht mal in unser Log schauen. Was wir denn noch so an Missionen haben. So, mit Race zusammenarbeiten, dann müssen wir sicherlich wieder nach Kedera Pop zurück. Dr. Nakamoto bei der Wiederbeschaffung der Formel helfen. Das ist, glaube ich, auch Kedera Pop, ne? Katus mit den Cat of Kedera helfen. Genau, das hatten wir jetzt noch auf dem Plan. Das könnten wir auch noch machen, glaube ich. Das könnten wir noch anstreben. Gut. Gehen wir da noch schnell ran. Das war ja auch gleich hier um die Ecke gewesen. Genau, das war da. Und wir reisen nochmal fix hier mit der Schnellreise da runter. Auch wenn sich das kaum lohnt von der Entfernung her. Aber hey, was soll's? Verbanden oder des Kollektivs aus. Sehen wir es uns mal genauer an. Was genau jetzt? Welches Lager? Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was für eine Markierung wir hier haben. Doch, die... Hä? Ja, im Süden, genau. Die Markierung im Süden, genau. Da wollte ich jetzt hin. Und da drüben ballert es schon wieder. Ist das gemeint gewesen jetzt gerade? Die sind auf jeden Fall alle böse. So viel habe ich schon mal mitgekriegt. Ich würde sagen, wir lassen die einfach mal links liegen und reisen mal zu der Stelle, an der wir nach den Spuren der Cat suchen sollen. Man darf sich nicht immer von allem ablenken lassen hier. Hopsa. Oh, interessiert mich gerade nicht so. So. Da drüben ist eine Höhle. Vielleicht finden wir da drin ja irgendwas. Hier sind wir am richtigen Ort. Catchspuren. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh ja. So, schauen wir uns das Ganze mal an hier. Technologie gehört keiner der Gruppierungen Kederas Pathfinder. Ihre Besitzer sind vermutlich Kriminelle. So, neuer Scan. Noch mehr Spuren.
Jetzt kann es nicht mehr weit sein. Da bin ich gespannt, wie groß das Lager ist, ehrlich gesagt. Da drüben ist noch eine Höhle. Hier wird schon mal ordentlich geballert. Ich lasse sie aber einfach mal machen. Wollen wir wetten, dass unsere Cats da drin sind? Katis, können wir machen. Ich glaube, ich habe was gefunden. Schicke jetzt den Nav-Punkt. Hauptsache, wir triggern den IROC davon nicht so. Ja, hier ist es dunkel. Gab's denn nicht hier... Es gab doch eine Taschenlampe, ne? Würde ich meinen. Die Frage ist, wie hat man die angemacht? So nicht, okay? Ah, ich weiß nicht mehr, wie die Taschenlampe anging. Ah, jetzt wird's heller. Okay. Oder war das ein anderes Spiel? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Jetzt ist es hell genug. Und dann sagen wir mal Hallo zu den Cat. Sind wir ein klein wenig ungeduldig? Sloan, sie hätte ich hier nicht erwartet. Sie wollte kein Nein als Antwort akzeptieren. Ich lasse meine Kämpfe nicht von anderen austragen. Und schon gar nicht von einem Schoßhund der Initiative. Sie wollen mich hier nicht? Klären Sie das mit Katis. Oh, das werde ich. Das reicht jetzt. Bringen wir es hinter uns. Du bist so ein Griesgram, wenn du dir Sorgen machst. Jede Sekunde, die du nicht im Hafen bist, ist eine Gelegenheit für das Kollektiv. Der Pathfinder und ich kriegen das auch. Was war das? Sie wissen, dass wir hier sind. Machen Sie sich bereit. Kette an sich! Auf geht's! So, können wir wieder ein bisschen wild durch die Gegend fliegen und schön auf Cat prügeln. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir hier noch einen irgendwo? Da. Da machen wir das mal auf die Art und Weise. Zu dem Gesalbten hier gehen wir mal so hin. Okay. Da drüben sind noch welche. Ja, ja, ist gut. Müssen wir dazu hier tiefer in die Höhle rein wahrscheinlich, ne? Ja, wobei, das sieht wie eine Sackgasse eher aus. Oh, schau mal, Iridium. Nehme ich mit. Gut, dann gehen wir doch einfach mal hier lang. Und hallo! Pam! Na, das lief gut. 5% Lebensfähigkeit dazu. Schnell die Sachen einsammeln. Und dann sollten wir vermutlich mal schauen, wo wir Sloan Kelly finden. Ich vermute aber, die Alte wird schon abgehauen sein. Kurz auf der Karte schauen. Ah, hier gibt es keine Höhlenkarte. Na gut. Auch das sammeln wir sehr gerne noch ein. Na, Katis, wie sieht's aus? Ja, ich glaube, die Alte ist schon abgehauen. Oder? Ach, hier ist sie ja. Na, sieh mal an. Ist sie doch geblieben. Okay, dann lassen wir mal die Leichen verschwinden. Gute Idee. Es braucht ja schließlich keiner zu wissen, dass sich Cat direkt vor ihrer Nase versteckt hatten. Richtig. Und ich weiß ihre Diskretion zu schätzen. Ich lasse ihre Bezahlung an die Tempest schicken. Yay. Na gut. Dann ist das eben so. Ich glaube, damit hat sich das auch erledigt hier. Diese kleine Episode. Bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird mit Sloan Kelly. Aber wir haben zumindest erstmal unseren Auftrag für Katis abgearbeitet. Und damit können wir noch mal kurz auf die Karte schauen. Helios-Aufgaben, Kadara,
Besiedlung von Kadara. Nein. Das war nicht das, was ich wollte. Was? Warte. Wir sind gerade irgendwie falsch abgebogen. Schon ein Logbuch, ne? So, nochmal kurz. Verfolgen bitte. So. Ist ja nicht mehr so viel drauf. Da können wir mal schauen, wo uns das hinführt. Scheinbar ist beides in Kadara Port, denn ich sehe keine Marker mehr hier auf der Karte. Hier oben gibt es bestimmt noch irgendwo einen Schnellreisepunkt, den wir noch nicht entdeckt haben. Das werde ich aber mal abseits der Aufnahme machen. Hier gibt es aber schon wieder eine neue Mission, sehe ich gerade. Und ich frage mich, ob sich das lohnt, da jetzt hinzugehen. So, wir werden aber mal die Schnellreise hierhin wagen. Und dann werde ich mal ganz kurz darüber fahren und schauen, ob es da irgendeine tolle Mission gibt oder ob das eher bloß so ein Kleinkram ist. So. Wo ist denn das? Können Sie uns ja markieren. So. Hopsa. Ja, natürlich bleiben wir wieder am einzigen Felsen hängen, weil dort in der Ecke ist. So. Jetzt aber. Schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt hier. Oder zu wem, besser gesagt. Diese Technologie ist auf keine der beiden Gruppierungen Kadaras registriert, Pathfinder. Wahrscheinlich, weil es Cats sind. Bin ich jetzt durchgefahren? Moment. Nee, ich bin noch nicht da. So, kriegen wir die Kiste mal wieder gedreht. Und ignorieren die Lumpen einfach mal. Ups. Was ist das? Sieht aus wie ein Windpark. Daher kriegt Kadara Port bestimmt seine Energie. Ach, das da. Das ist gut möglich. So, dann schauen wir doch mal, wo wir hier hin müssen. Natürlich nach oben. Ich fahre runter, also müssen wir nach oben, ist doch klar. Ups da. So. Dann schauen wir uns die Mission mal an. Heidiho. Ach, diese Arschlöcher haben außer der Rotornarbe alles mitgenommen. Probleme mit Plünderern? Ständig. Wer sind Sie? Ein Pathfinder von der Initiative. Ein Pathfinder auf Kadara? Heilige Scheiße. Sie sagten, Sie hätten ein Problem mit Plünderern. Richtig, genau. Die Mistkerle kommen nachts, schrauben Teile aus den Turbinen raus. Das ist teuer und nervig. Sorgt Sloan nicht für ihre Sicherheit? Die ist zu beschäftigt mit dem Kollektiv. Ich will auch gar keine Wachen. Ich will nur unsere Teile zurückhaben. Irgendeine Idee, wo ich diese Plünderer finde? Ich habe die wertvolleren Teile mit Trackern bestückt. Gierantrieb, Generator. Sie wurden alle zum selben NAV-Punkt gebracht. Ich überprüfe das. Falls die Parasiten sich wehren, sollten sie kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sie erledigen. Hab ich sowieso selten. Okay, schauen wir uns das mal an. Vom Winde verweht, ja, das müssen wir das nur noch finden. Hier oben. Okay. Markiere ich das? Ja, komm, ich markiere es jetzt, auch wenn ich vorhin eigentlich erst die Markierung für das andere gesetzt habe. Aber ich werde jetzt erstmal die Mission kurz abarbeiten. Dann gehen wir zurück nach Kadara Port, um die Lebensfähigkeit da sicherzustellen. So, kommen wir hier drüber? Ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube ja bald nicht, ehrlich gesagt. Ah, davon. Davon müsste es gehen. Tut so am Monolithen vorbei. Das sieht mir ganz gut aus. Oder hier oben. Ich glaube, das tut's auch. Ja, das ist doch ein wunderschöner Gebirgspass hier, ein formschöner. Der ist vollkommen ausreichend für mich, um hier lang zu fahren. So, schauen wir mal. Machen Sie sich nicht zu viel Hoffnung. Nee, eigentlich mache ich mir die nicht, das ist wahr. So, schauen wir mal. Naja, Tod ist auch irgendwie vernünftig.
Zumindest machen sie uns keinen Stress. Kann aber natürlich bedeuten, dass das Zeug geklaut wurde. So, erstmal kurz alles andere einsammeln. Und dann schauen wir mal, was noch da ist hier. Jemand war vor uns da. Und hat Ashlands vermisste Teile zerstört. Was zur Hölle war das? Koloss! Oh nein! Schnell zur Seite gehen. So, und dann gehen wir wieder aus dem Weg. Schnell weg. Okay, ich frage mich gerade, ob die Singularität schon immer so lange braucht. Und wieder weg. Oh Gott, ich hänge fest. Ja, 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 so kommt's. Okay, überbringen wir Ashlyn die schlechte Nacht. Immer diese großen Lumpen. Naja, lässt sich ja nicht ändern. Hier ist nichts zu holen, leider. Dann musste sich wohl irgendwie neue Teile besorgen lassen. Es war also keine konkurrierende Gruppierung, so wie ich das jetzt verstanden habe, sondern es ist einfach bloß ein Irock vorbeigekommen und hat alles zu Klump gehauen, ja? Cooler Plot-Twist. Ungewohnt. Hui! So, da heizen wir gleich mal über den Berghang her, das tut's auch. Ah, nicht ganz so weit runter. So, ich glaube, hier sind wir richtiger aufgehoben. Naja gut, eins tiefer geht noch. Hopsa, wunderbar. Ich muss sagen, es ist echt schön, mit dem Ding durch die Gegend zu heizen. Es macht wirklich Spaß. Ich habe ihre Plünderer gefunden. Tot. Ein Koloss hat sie erwischt. Und die Turbinenteile? Zerstört. Nur noch Schrott. Naja, zumindest wird mein Gierantrieb nicht von einem verdammten Plünderer benutzt. Danke, Pathfinder. Das stimmt dich jetzt wirklich zufrieden? Naja, wenn du meinst. Was halten Sie von Kadara? Es riecht wie faule Eier und saure Milch. Dann bereuen Sie es also, dass Sie die Nexus verlassen haben? Pathfinder, ich bereue, dass ich die Milchstraße verlassen habe. Aber ich habe auf Kadara eins gelernt. Ich habe gar keine Zeit, irgendwas zu bereuen. Wer nicht in der Gegenwart lebt, stirbt bei den Gedanken an die Vergangenheit. Wer betreibt den Windpark? Er ist ein gemeinsames Projekt. Alle helfen mit, damit die Turbinen laufen. Aber ich und der Salarianer, wir sind die einzigen ausgebildeten Techniker. Es ist daher natürlich, dass wir das Sagen haben. Salarianer? Ich habe noch gar keinen gesehen. Hat der Salarianer auch einen Namen? Ja. Und wenn er jemals freundlich zu mir wäre, würde ich ihn auch benutzen. Bis dahin bleibt er einfach der Salarianer. Okay. Passen Sie auf sich auf. Ja, klar. Immerhin gibt's das auf die Lebensfähigkeit. Warum auch immer. Ich meine, ich habe ja an sich nichts gemacht. Außer vielleicht den Irock verprügelt. Du bist der Salarianer, oder? Ganz im Ernst, wofür bezahlen wir Sie eigentlich? Nee, du bist ein Kroganer. Bestimmt nicht fürs Rumstehen und toll aussehen. Sind Sie hier für die Security zuständig? Ich versuch's. Kroganer oder nicht, ich bin nur ein einzelner Söldner. Diese Typen sind wahnsinnig und glauben, sie könnten in den Badlands einen Windpark betreiben. Naja, also man kann auch, wenn man alleine ist, das ganz gut regeln, aber naja. Warum gibt es Ihrer Ansicht nach so viele Angriffe? Weil diese ganzen schicken Geräte offen rumliegen und förmlich darum betteln, geklaut zu werden. Ich muss allerdings sagen, es ist schon verdammt verdächtig, dass diese Plünderer immer dann zuschlagen, wenn ich gerade nicht im Dienst bin. Als würde ihnen jemand verraten, wann sie loslegen sollen. Aha. Haben Sie Überlebenstipps für die Badlands? Verlassen Sie die Badlands. Wenn man überleben will, wahrscheinlich ja.
Man sieht sich. Ja, klar. Also ich sehe deine Leiche. Irgendwann, wahrscheinlich. So, hier gibt's nochmal was zum Lesen. Terminal. Patrouillenplan, Nyeth. Wir machen bald wieder eine Razzia auf der Farm. Bitte deponieren Sie den Patrouillenplan der Kroganer am üblichen Ort. Aha. Der Kroganer? Ich denke, es ist bloß einer. Naja. Bitte, Kay, ich will das nicht mehr machen. Die Leute schöpfen schon Verdacht. Sie wollen Credits für Oblivion? Beschaffen Sie uns den Patrouillenplan. Ist schon ein bisschen merkwürdig, dass das so offen hier liegt. Sie hat anderen gesagt, wann sie angreifen sollen und dafür Credits erhalten, um Oblivion zu kaufen. Wer jetzt eigentlich? Stand doch kein Name drunter, oder? Moment, muss ich nochmal kurz schauen. Achso, Nyeth oder was? Nee. Ja, doch. Wer auch immer Nyeth ist, aber das werden wir gleich rausfinden. Mir egal, werde endlich fertig. Wir haben noch nicht genug, Elora. Dann hol mehr. Sag ihm, er soll seinen Arsch in Bewegung setzen. Zurück! Ich will nichts mit Nexus-Abschaum zu tun haben. Das ist eine gute Methode, um erschossen zu werden, Elora. Habe ich nach deiner Meinung gefragt? Ich will keinen Streit anfangen. Ach nein? Warum sind Sie dann nach Kedera gekommen? Wollen Sie uns das hier auch wegnehmen? Sloan hätte die Nexus ausschalten sollen, als sie die Gelegenheit dazu hatte. Sie ist schwach. Das heißt dann wohl, dass Sie keine Verbannte sind. Ich habe meine eigene Gruppe. Und wenn wir den Laden übernehmen, werden wir all das tun, für das Verbannte und das Kollektiv nicht den Mut hatten. Okay. Viel Glück dabei. Ja, Sie sollten sehr vorsichtig sein, Nexus. Okay, viel Glück dabei und geht langsam rückwärts davon. Schön. Eine Partei, die noch extremer ist als die Verbannten und das Kollektiv. Cool. Läuft bestimmt gut. So, jetzt muss ich mal schauen. Ah, so kommt man hier rein. Irgendjemand muss dieses Arschloch betrunken machen. So, schauen wir uns nochmal kurz das Datenpad an. Neuer Eintrag von Thrasers persönliche Log. Das Inventar ist voll. Dieser Vidal hat Wort gehalten. Hat zwar relativ hohe Gebühren, der Mann, aber er hat alles auf meiner Liste besorgt. Jetzt muss ich die Babys nur noch für den doppelten Preis verkaufen. Hier wird also fröhlich geschmuggelt. Ach, hier wäre auch eine Tür gewesen. Dann sieh mal an. Ich sehe schon. Sie sind nicht wie die übrigen Anfänger hier. Wie kommen Sie darauf? Ihre Ausrüstung. Sie ist hochwertig. Wie alles an Ihnen. Wenn Sie was zu sagen haben, raus damit. In Ordnung. Als die Verbanden nach Kedera kamen, versteckten sie überall in den Badlands Lager mit Vorräten von der Nexus. Größtenteils Schrott, abgelaufene Proteinriegel und Rationen. Aber es waren auch ein paar erstklassige Waffen direkt aus der Waffenkammer dabei. Und woher wissen Sie das? Ich habe geholfen, sie zu stehlen. Das Problem ist, dass diese Waffen für den Abschaum hier unten viel zu gut sind. Und ich kann in Kedera Port keine Waffen verkaufen, ohne dass Sloan einen Teil davon abbekommt. Aber der Nachpunkt des Lagers? Wären Sie daran interessiert? Für einen fairen Preis gehört er Ihnen. Was ist denn ein fairer Preis? Wir sind im Geschäft. Wunderbar. Hier ist der Nav-Punkt. Bis dahin können Sie sich gerne schon mal mein aktuelles Angebot ansehen. Muss nicht sein. Ich guck mir erstmal an, was ich da finden kann, ne? So, jetzt muss ich aber immer noch die, wie hieß sie jetzt? Mit N war es irgendwas gewesen, ne? Nyeth? Ist das die davon? Ne, die hieß anders, ne? Die muss ich jetzt noch finden. Jedenfalls. Ah, der Salarianer. Nicht schon wieder. Okay. Aidan, das persönliche Log. Neuer Eintrag. Der Korganer Roten glaubt, dass jemand hier den Plünderern sagt, wann sie am besten angreifen sollen. Lächerliche Ausrede für seine Faulheit. Ich kapiere nicht, warum wir den Burschen bezahlen.